Ja, willkommen hier bei Psion Park Video. Heute noch mal ganz kurz vorgestellt eine App, die hier als Diktiergerät bezeichnet wird. Schauen mal in den Play Store bei Google und hier ist die Bezeichnung Voice Recorder Pro. Ich habe hier auch mal eine kleine Rezension gemacht. Hätte gerne 5 Sterne gegeben, allerdings fehlt mir hier die besagte Funktion, dass man nach der Aufnahme die Lautstärke noch nach oben pitchen kann. Ist etwas schade. So, die ganze App, die können wir hier einmal öffnen. Wir haben hier schon mal ein paar Testaufnahmen gemacht, wie man hier vorne sieht. Und in den Einstellungen selbst gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die Mikrofoneinstellung entweder auf Automatik lassen oder dementsprechend manuell hochziehen. Dann haben wir die Möglichkeit, einen Standard-Dateiname zu wählen, das heißt, das Präfix zu ändern, entweder auf den normalen, standardmäßigen Eintrag. Hier wird dann das Datum und die Zeit zugrunde gelegt oder halt als Präfix einen selbst gewählten Namen. Die Aufnahmequalität hier von 11 Kilohertz bis 44 Kilohertz in Monoqualität. Und das war's, sag ich mal, im Wesentlichen. Vielleicht noch kurz erwähnt, dass hier auch die Möglichkeit besteht, auf SD-Karte zu speichern. Mag ja für den einen oder anderen auch ein wichtiges Kriterium sein. So, nun haben wir das Problem, dass in manchen Fällen die sogenannten Call Recorder gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, sie zeigen keine, wie soll ich sagen, keine Telefonnummer mehr an und die Gespräche werden nur noch so aufgezeichnet, dass nur noch der Sprecher zu hören ist, beziehungsweise in diesem Moment halt der Anrufer. Der Angerufene, den hört man allerdings gar nicht mehr. Und dieses ist durchweg bei allen Call-Recordern der Fall. Dieses Programm zeichnet grundsätzlich alles auf, sobald es eingeschaltet ist. Ob ihr es im Flugzeugmodus habt, ob ihr die App wechselt oder ob ihr das Display ausschaltet, das heißt hier den Power-Knopf einmal drückt und das Display ist dann halt aus. Im Hintergrund wird dennoch weiterhin aufgezeichnet. Die Aufzeichnungsqualität ist okay, so würde ich es mal bezeichnen. Ihr habt sogar die Möglichkeit, im Nachhinein noch die Aufnahme selbst zu schneiden. Hier ist dann mal ein Beispiel davon. So sehe das dann im Hintergrund aus. Und hier, wie gesagt, da fehlt mir die Option, dass man die Lautstärke im Nachhinein noch ein bisschen nach oben pitchen kann. Aber nun gut, sollte dies der Fall sein, gebe ich dann auch gerne einen 5. Stern, was den Machern dieser App wohl sehr wichtig ist. Gut, wie auch immer. Der Editor ist eingebaut, ist eine tolle Sache. Die Aufnahmelautstärke funktioniert automatisch, ist auch eine schöne Sache. Man kann sie auch manuell einstellen. Wir haben hier sogar die Möglichkeit, zwischen MP3 und WAV zu wechseln, also zwischen einer Wave-Datei in der Aufnahme. Und als Call-Recorder lässt er sich bedingt einsetzen. Das heißt, vor dem Gespräch kann man den Gesprächsteilnehmer fragen, ob er damit einverstanden ist, dass man halt aufzeichnet. Das kann unter Umständen eventuell mal sinnvoll sein. Hier haben wir einfach mal versucht, ein Telefongespräch aufzuzeichnen. Das heißt, wir sind
hier an einem Ort in der Wohnung gewesen, haben uns dann räumlich getrennt, einen Testanruf gemacht und hierbei einfach mal getestet, ob die Stimme aufgezeichnet wird. Und das spielen wir jetzt einfach mal ab. So, wir versuchen hier einen Anruf aufzuzeichnen. Dazu wähle ich mal eine Telefonnummer aus. So, jetzt haben wir mal einen kleinen Stimmenvergleich. Das heißt, ich habe jetzt den anderen Teilnehmer am Draht und wir testen das jetzt gerade ganz einfach nur mit dem normalen Mikrofon. Das heißt, wir wollen einfach mal feststellen, ohne es laut gestellt zu haben, ob es funktioniert. Einmal die Gegenstimme. Hallo. Ja, da kam gerade ein Hallo rüber, falls man das jetzt nicht verstanden hat. So, jetzt stell dich einmal auf laut. So, das ist jetzt einmal der Lautsprecher eingeschaltet und nochmal bitte ein Feedback. Nochmal Hallo. Ja, Dankeschön und wir schauen uns das oder hören uns das Ganze jetzt nochmal an. Ja, das hören wir uns jetzt gerade nicht nochmal an, aber wir haben das ja gerade gehört. Und hieran kann man vielleicht erkennen, dass man sowohl in der Lautsprecheraufnahme als auch in dem normalen Telefonat den Telefonteilnehmer hören kann. Allerdings im normalen Telefongebrauch dann halt sehr leise. Aus diesem Grund wäre es zum Beispiel sinnvoll, wenn man im Nachhinein die Lautstärke ein bisschen hochziehen könnte. Dies kann zum Beispiel auch sinnvoll sein, wenn man vielleicht Quellen hat, die etwas weiter entfernt sind und man sagt, okay, das hätte ich jetzt ein klein bisschen lauter gehört. Insofern wäre das eine Sache, die wirklich sinnvoll wäre. Im Großen und Ganzen hervorragendes Programm und wie man sieht, je nach Speicherplatz sehr lange nutzbar. Das heißt, hier hat man ohne weiteres die Möglichkeiten, über Tage den Rekorder nonstop laufen zu lassen. Probiert es einfach mal aus, schaut euch das Programm an, experimentiert ein bisschen rum und wenn euch das gefallen hat, ja, lasst mal ein positives Feedback da, würde mich freuen. Bis dahin, euer John von Psionpark Video.